Hallo meine lieben Gnus und willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, dass dieses Video sich für euch wirklich lohnen wird. Also bleibt dran bis zum Schluss. Geht auch nicht lange. Tut mir leid, wenn Sonntag kein Video kam. Ich hatte ein Chatroulette-Video aufgenommen. An alle, die ich getroffen habe, ihr bekommt eure Gewinne, aber mein PC ist einfach abgestürzt. Es lag an OBS. Tut mir leid dafür. Aber jetzt kommen wir endlich mal zum Kernpunkt dieses Videos. Und zwar, wisst ihr, ich frage mich oft, was kann ich verbessern, was kann ich ändern auf meinem Channel? Und diese Frage hat sich natürlich 2017 für mich auch wieder gestellt. Und dann habe ich mich gefragt, was wollt ihr eigentlich von mir sehen auf diesem Channel? Und ich mache euch jetzt, wie gesagt, ich veröffentliche euch jetzt quasi meine Gedanken. Und zwar möchte ich oder ist geplant, dass ich wieder mehr Gaming bringe. Das bedeutet aber erstmal keine Let's Plays mehr, weil ich gemerkt habe, Let's Plays werden nicht mehr so geschaut. Und deswegen möchte ich gerne beim Gaming-Thema im Bereich Best-Offs bleiben. Das bedeutet, ich spiele Games, mache die lustigen Szenen raus, mache Best-Offs oder halt eben Horror-Games, die nur so 10, 15 Minuten gehen oder VR-Games. So etwas spiele ich auf jeden Fall noch, keine Sorge, das bleibt euch erhalten. Aber halt diese Let's Plays, die über 10 Stunden gehen, die würde ich nicht mehr hier auf YouTube bringen, sondern ihr wisst ja, dass ich auf Twitch TV sehr viel streame. Das bedeutet, ich würde dort gerade auch Resident Evil 7, worauf ich später nochmal komme, würde ich nicht auf YouTube Let's Playen, sondern in Twitch durchspielen. Dort bleiben auch, wie gesagt, die Aufnahmen erstmal archiviert für 2 Wochen. Das heißt, ihr könnt es euch noch anschauen. Und ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall auch noch auf YouTube streamen. Aber keine Sorge, das wird jetzt mit Twitch auch nicht weniger. Denn ihr wisst, in 2 Wochen ist mein Master geschafft. Und dann habe ich auch wieder mehr Zeit. Es war wirklich sehr anstrengend, die Kombination Master, Twitch, YouTube, die anderen Plattformen. Das war wirklich hart. Und ja, da ich dann mehr Zeit habe, habe ich eben auch neue Sachen für euch vorbereitet. Ich habe, wie gesagt, mir eine Kommentatoren-Ecke eingerichtet. Nicht diese, die ist jetzt nur provisorisch, wo einfach der Hintergrund auch etwas schicker aussieht. Werde, wie gesagt, mehr Best-Offs bringen. Werde auch natürlich ganz wichtig wieder Dugnu bringen. Dugnu kommt dann auch wieder. Das Ganze fängt dann Anfang Februar auch wieder an. Das habe ich nur aus Zeitmangel nicht gemacht. Das ist mein Lieblingsformat. Das bleibt uns auch auf jeden Fall erhalten. So, und jetzt habe ich für euch noch einfach als Dankeschön für den ganzen Support. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie rumschreien, dass es hier ein Gewinnspiel gibt. Ich habe nur gesagt, es wird sich lohnen, das Video anzuschauen. Verlose ich für euch eine, beziehungsweise 2 Boxen mit Resident Evil. Und zwar eine Box beinhaltet einen Gnu-Pulli. Da könnt ihr euch die Farbe und die Größe aussuchen. Und einmal Resident Evil 7 für die PS4 und für den PC. Das heißt 2 Boxen. Was müsst ihr machen, um zu gewinnen? Nicht hier drunter schreiben, sondern ihr müsst auf Instagram gehen und mein letztes Bild einfach kommentieren mit Box 1 und Box 2 und mich auf Instagram abonnieren. Und nächste Woche am Mittwoch werde ich dann die Gewinner auf Instagram verkünden. Und natürlich gibt es dann die Spiele, wenn das Spiel auch draußen ist, also am 24. Genau, macht einfach mit, würde mich freuen. Und schreibt einfach, wie gesagt, in Instagram Box 1 und Box 2. Bitte jeder jeweils nur eine Box, nicht beide. Es sollen auch noch andere Leute gewinnen. Schaut auf jeden Fall, was ist in Box 1? Ist da die PS4 oder in Box 2 PC-Game, was ihr braucht? Schreibt rein, ich würde mich freuen. Wichtig, wer gewonnen hat in Instagram, muss anschreibbar sein, weil ich muss euch anschreiben und fragen nach eurer Adresse und welche Pulligröße und so weiter und so fort. Auf jeden Fall freut mich, wenn ihr mitmacht, und es würde mich sehr freuen. Heute Abend um 19 Uhr streamen wir hier auf Twitch. Könnt ihr gerne vorbeischauen, würde mich freuen, falls ihr auch noch Fragen zum Gewinnspiel habt. Und am Sonntag kommt wieder ein Video für euch. Und ich freue mich auf die Streams und auf alles Weitere. Und seid gespannt, was euch noch alles so erwartet. Ich habe noch ein paar Neuerungen, was die Qualität angeht. Aber das werdet ihr dann sehen. Wir sehen uns in den nächsten Videos, meine Gnulis. Ich sage immer Ade mit E. Waschi.